Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Gute Jobs bei der Bundespolizei. Sebastian Fischer und Simultan stellen Debütalbum vor und BSV will in eigener Halle punkten. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Die Bundespolizei braucht Personal. Um das zu finden, gehen die Ordnungshüter am kommenden Dienstag bei der Arbeitsagentur Zwickau auf die Suche. Sie informieren im Bitz in der Pölbitzer Straße über Tätigkeiten im mittleren und gehobenen Dienst. Eine Voranmeldung für die Teilnahme ist nicht erforderlich. Beginn ist am 5. Februar um 15 Uhr und Gründe für eine Teilnahme gibt es viele. Warum? Weil ich für etwas begeistern möchte, was mich selbst begeistert. Um den entscheidenden Hinweis zu liefern. Um dort nach Beweisen zu suchen, wo sonst niemand hinkommt. Damit alles reibungslos läuft. Auch nach vielen Jahren immer noch Neues entdecken. Der Kontakt zu Menschen. Weil hier für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung geht. Weil man Maßarbeit hier zu schätzen weiß. Wegen den Kollegen. Vor allem wegen denen mit den vier Pfoten. Wegen der Seeluft. Um Demokratie und Grundrechte zu schützen. Um Leben zu retten. Weil ich mich immer auf meine Kollegen verlassen kann. Weil ich die Zügel in der Hand habe. Weil mein Büro 33 Tonnen wiegt. Um zur See zu fahren und trotzdem meine Kinder zu sehen. Ein sicherer Job, egal was kommt. Weil du nie weißt, was als nächstes passiert. Weil ich mich jeden Tag aufs Neue beweisen kann. Weil hier alle zusammen anpacken. Weil wir das beste Mittel gegen Flugangst sind. Damit Sicherheit stärker ist als Kriminalität. Weil die Kollegen nicht nur was im Kopf, sondern auch im Magen haben müssen. Um Deutschland mit Hightech sicherer zu machen. Um den Menschen zu dienen, ein Leben lang. Es gibt viele Gründe für die Bundespolizei. Finde deinen. Wolfgang Steinfort, der frühere SPD-Stadtrat und langjährige Bezirkschef der Gewerkschaft Verdi, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Er erlag am Dienstag einem Krebsleiden. Steinfort kam mit der Wende aus Düsseldorf nach Sachsen. Er kämpfte unter anderem gegen den damals geplanten Verkauf des Heinrich-Braun-Klinikums, wirkte seit 2009 im Aufsichtsrat der städtischen Verkehrsbetriebe mit und war von 2009 bis 2014 für den Zwickauer Stadtrat tätig. Seit heute ist die Verkehrsführung am Knotenpunkt Stiftstraße-Werdauer Straße geändert. Aufgrund eines erhöhten Unfallaufkommens wird auf der Stiftstraße in Richtung Bahnhofstraße versuchsweise die Fahrtrichtung geradeaus unterbunden. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Spiegelstraße und Bahnhofstraße möchten, wird das Abbiegen von der Werdauer Straße in die Brunnenstraße gestattet. Die geänderte Verkehrsführung ist zunächst für die Dauer eines Jahres angeordnet. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die Gruppe Simultan kennt im Vogtland so gut wie jeder. Die Band wurde im Sommer 1971 in Auerbach gegründet. Bandleader Günther Fischer war im Vogtland eine Musiklegende. Leider verstarb er im vergangenen Herbst ganz plötzlich. Schon von Kindesbeinen an stand sein Sohn Sebastian mit auf der Bühne und ihm ist es zu verdanken, dass die Gruppe Simultan weiter Bestand hat. Am vergangenen Samstag stellte er und seine Band in der Nikolaikirche Auerbach das Album Journey to the Heart vor. It's Friday night, the girls put a high heel song. The band is playing your favorite song. Wir können es vorwegnehmen, die CD-Vorstellung war ein Mega-Erfolg. Fast 200 begeisterte Fans füllten die Auerbacher Nikolaikirche und hatten alle einen Riesenspaß.
Tja, Simultan ist eine Band hier aus dem Vogtland, die 71 von meinem Papa Günter Fischer gegründet wurde. Und 2014 habe ich dann die Band mit meiner Schwester Silke Fischer übernommen. Und seit 2016 ist es jetzt eine reine Jungsband wieder, wo quasi ich der Sänger bin und noch drei andere Jungs mitspielen, live. Das Repertoire ist bunt. Sie spielen eigentlich alles Mögliche, Pop-Rock, Party-Hits. Wir spielen deutschlandweit auf großen Stadtfesten, auf Zeltpartys und ja, machen eigentlich alles. So, Achtung, jetzt nur die Mädels! Natürlich wird gecovert. Doch Sebastian schreibt seit gut 10 Jahren auch selbst Songs. Anfangs in Englisch und nun auch in Deutsch. Titel aus den 70ern, aus der Feder seines Vaters, sind ebenfalls im Programm. Das alles spiegelt sich natürlich auf der CD wieder. Das Publikum, unter ihnen auch viele Veranstalter und Freunde, ging von Anfang an mit. Natürlich war auch Sebastians Mutter, seine Schwester und auch seine Freundin mit dabei. Letztere nicht aus reinem Vergnügen. Sie ist aktiv als Technikerin in der Band. Für sie hat er extra ein Lied geschrieben. Lass die Zeit nie vergehen. Hier floss schon die eine oder andere Träne. Sebastian bezeichnet das Album als sehr emotional. In dieser Hinsicht kaum zu übertreffen der Titel »Wenn du kommst«. Hier singt er im Duett mit seinem Vater. Einer, den ich das alles zu verdanken habe, dass ich hier auf der Bühne stehe und mein Leben so bestreiten kann und den ich bis jetzt und auch ich hoffe in Zukunft alles zu bedanken habe, der ist leider nicht mehr da, aber auf dem Album ist dein Titel mit ihm drauf. Und gib meinen Riesenapplaus an meinen Papa. Ich kann nicht mehr hören, sind. War Günter Fischer immer wieder ein Thema und das war auch völlig in Ordnung so. Schließlich sind Titel von ihm auf der CD. Auch Schwester Silke ist in einem Lied zu hören. Sie singt mit Sebastian im Duett, nur an diesem Abend nicht. Heute ist sie nur Gast. Auf dem Album können sie mithören, aber so ist auch gut, ne? So ist es mal eine reine Jungsmucke. So, es kommt wieder! Hast du verdient. So geht Geschwisterliebe. So
geht's eigentlich jetzt weiter mit Simultan? Ja, also dieses Jahr sind wir viel unterwegs im Sommer und jedes Wochenende eigentlich, wie gesagt, in ganz Deutschland. Und dann hoffe ich natürlich, dass es auch viele Konzerte gibt, mit dem, wo wir das Album vorstellen können und wo wir vielleicht auch, ich manchmal Solo spielen werde, aber auch komplett mit der Band, und da freue ich mich eigentlich sehr drauf. Apropos Band. Also unser Schlagzeuger, das ist der Christoph Gilbert, der ist schon seit jetzt fast 10 Jahren oder ist 10 Jahre, jetzt im März werden es 10 Jahre dabei. Dann am Bass unser Thorsten Heinge und an der Akustikgitarre der Max Rüssel. Sebastian und Simultan sind schon einige Jahre im Geschäft. Worauf kommt es hier besonders an? Durchhaltevermögen. Es ist sehr schwer, irgendwo einen Fuß in die Tür zu bekommen in der heutigen Zeit, weil es gibt natürlich ein enormes Angebot an Musik. Und jeder hört was anderes, jeder kann überall auf Musik zugreifen. Man muss halt auf jedem Portal vorhanden sein und verschiedene Wege gehen, um irgendwie seine Musik an die Leute zu bringen. Was heißt das für die CD? Die Radiosender sind sehr interessiert. Da wird jetzt eine Bemusterung stattfinden, wo unsere Singles dann rauskommen. Und werden wir sehen, wie sich das dann alles weiterentwickelt. Und welchen Traum hat er und die Musiker? Der größte Traum ist natürlich immer, dass es so viel wie möglich Leute deine Lieder toll finden und hören können. Ja, und natürlich auch kaufen. Der Andrang nach dem Konzert war jedenfalls groß. Die CD kann man natürlich auf unserer Website kaufen, in unserem Shop bei simultan-band.de. Mit einem seiner Lieblingstitel beschließen wir unseren Beitrag. Was mich sehr fasziniert ist, wenn wir heute schweigen, da geht es ein bisschen gesellschaftskritisch, aber es mit einem Chor und es schön produziert und monumental produziert, was mir sehr gut gefällt. Tut uns heute Not, wenn wir heute schweigen, schweigen wir uns tot. Dieses Bild zu zeigen, tut uns heute Not, wenn wir heute schweigen, schweigen wir uns tot. Werbung. Das Tanzereignis 2019 steht vor der Tür. Der TSC Silberschwan Zwickau präsentiert 2 Landesmeisterschaften im Standard der Senioren 2 und die Gebietsmeisterschaft Ost über 10 Tänze. Mit am Start sind hochkarätige Tanzpaare aus 5 Bundesländern und bei den Senioren 1 starten die amtierenden Vize-Weltmeister und Deutsche Meister über 10 Tänze und Europameister in Latein aus Dresden. Jetzt Karten sichern für den 2. März im Konzert- und Ballhaus Neue Welt in Zwickau. Für die Tagesveranstaltung gibt es Karten an der Tageskasse und für die abendliche Ballveranstaltung ist der Ticketverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online möglich. Arbeit in der Region gesucht? Im Stellenmarkt bei TV Westsachsen fündig werden? Täglich in unserem Programm. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand.
Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Die Urlaubssaison 2019 ist im vollen Gange. Buchen Sie jetzt Ihren nächsten wohlverdienten Urlaub bei Ihr Reiseservice, dem kompetenten Reisebüro in der Römerstraße 27 in Zwickau. Egal ob Kreuzfahrten, Pauschalreisen, Busreisen inklusive Haustürtransfer, Kur- und Wellnessreisen, Mietwagen oder Flüge in die ganze Welt. Wir haben für Sie garantiert immer das richtige Angebot zur Hand. Besuchen Sie uns in der Römerstraße 27 in Zwickau und lassen Sie uns zusammen Ihre nächste Auszeit planen. Seit 2001 bin ich im Sportpark. Ich will hier keine Höchstleistungen vollbringen, aber ich möchte, dass ich fit bin, meine Arbeit machen kann, auch meine Enkel versorgen kann und meine Wirtschaft, dass ich also niemanden brauche. Die Mitarbeiter und auch die Mitstreiter sozusagen, die sind alle nett. Wir haben also ein gutes Verhältnis. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Nach dem Gastspiel in Frau Reuth, dem guten Auftreten auswärts bei Rosengarten Buchholz und dem Sieg bei Gedern-Nitta wollen die Frauen des BSV Sachsen-Zwickau zu Hause an die bis dato gezeigten Leistungen anknüpfen. Im ersten Spiel in heimischer Halle in Neuplanitz sollen am Samstag gegen H2Q Herrenberg 2 Punkte her. Mit einem Sieg gegen die spielstarken Baden-Württembergerinnen könnte der BSV nach Punkten mit ihnen gleichziehen. Anstoß im sogenannten 4-Punkte-Spiel ist 17 Uhr. Im Interview verriet Trainer Norman Rentsch etwas zur geplanten Taktik und gab auch seine Sicht zur vergangenen Handball-WM preis. Noch bis vor einer Woche fieberte Handball-Deutschland mit den Männern bei der Weltmeisterschaft. Da gab es sicher Momente, die für den Frauenhandball abgeschaut werden können. Ich hoffe, eine Menge Euphorie. Ich glaube, dass halt die Männer da ein tolles Turnier halt gespielt haben und vor allen Dingen halt dieses Publikum begeistert haben. Was natürlich halt auch unser Ziel ist, dass wir die Halle voll bekommen und dass die Mannschaft dahinter steht. Aber vielleicht auch aus dem vergangenen Jahr, ne, dass man auch ein bisschen Geduld braucht, bis sich gewisse Dinge halt auch ja, einmanövrieren und wie man dann halt zum Team wird. Und es ist nicht von heute auf morgen zu machen. Einen Aspekt nimmt wohl jeder Trainer mit, so auch der BSV-Coach. Was halt auch für uns halt ganz, ganz wichtig ist, dass halt wir über eine stabile Abwehr halt kommen müssen. Und das hat die deutsche Mannschaft sensationell halt gemacht. Ne, vor allem ein ganz toller Innenblock wurde gestellt. Und ja, das ist natürlich beispielhaft gewesen. Fast schon normal war das Empty Goal, also Tausch des Torhüters gegen einen zusätzlichen Feldspieler. Ja, in der Vergangenheit habe ich das halt immer sehr, sehr gerne halt auch praktiziert.
Aber ich glaube, dafür braucht man noch ein großes taktisches Grundgerüst und eine große taktische Disziplin. Für uns ist es erstmal wichtig, in so einer Situation dann diese Zeit halt runterzuspielen und da halt möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Und nach mit einer gewissen Zeit, glaube ich, gehen wir dann halt auch in so eine Praktiken halt rein. Dieser taktische Zug kam also in den vergangenen 3 Spielen unter Rentsch noch nicht zum Tragen. Trotzdem gibt es einen positiven Trend zu vermelden. Nach dem Spiel gegen Mainz haben wir sehr intensiv ausgewertet. Vor allen Dingen halt, wie wir uns da halt auch mannschaftlich halt präsentiert haben. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und es war halt ein Riesenzeichen, was wir schon in Rosengarten den Gegner dann halt auch gegenüber halt gezeigt haben. Und es war halt über viel Tempo sind wir da halt gekommen. Vor allen Dingen halt in der Abwehr waren sehr, sehr dynamisch halt gewesen. Und da wurden wir einfach noch nicht belohnt. Jetzt wurden wir in G dann halt belohnt, aber ich glaube nicht, dass wir da halt schon am Optimum halt waren. Da gilt es halt weiter dran zu arbeiten und ich glaube, bis heute war das eine ganz gute Trainingswoche. Jetzt werden wir uns halt konzentriert auf Herrenberg vorbereiten, wo ich denke halt auch, dass wir da unsere Möglichkeiten haben. Ich glaube, dass wir uns halt in der Abwehr stabilisiert haben, ne? Und dass wir jetzt so im Schnitt bei Mitte 20 Tore sind und Herrenberg halt eine ähnliche gute Abwehr dann halt auch auf die Platte bringt. Und wenn es uns einfach gelingt, halt diese Abwehr halt auseinanderzuziehen, wenn es uns gelingt, dann halt auch in die Tiefe zu kommen, in die Nahwürfe rein, dann werden wir halt auch eine gute Möglichkeit haben, diese 2 Punkte zu Hause zu halten. Trainer und Spielerinnen wissen um die Bedeutung der sogar nächsten 3 Spiele. In denen geht es gegen unmittelbare Tabellennachbarn. Es sind sozusagen alles sogenannte 4-Punkte-Spiele. Da gilt es halt einfach, die volle Konzentration, aber trotzdem von Woche zu Woche zu halten. Sich immer wieder neu darauf dann halt auch zu besinnen, was halt die Stärken des Gegners halt sind und was vor allen Dingen halt unsere sind. Und ich glaube einfach, dass wir gut daran halt tun, uns nur auf Herrenberg halt zu konzentrieren. Wir wissen, dass es ein heißer Februar wird, ne? Nicht nur ein kalter, sondern auch eine ordentliche Portion Dampf da halt im Kessel ist. Und dafür brauchen wir natürlich halt unsere Zuschauer, dass die dann halt auch in Planitz wieder die Halle da zum Hexenkessel machen. Den möchte auch Josefa Kallenberg mit ihrer Leistung helfen, anzuheizen. Zur Vorabpressekonferenz verwies die Linksaußen, dass alle Spielerinnen bereit sind, das vorhandene Potenzial auszuschöpfen. Zudem wird am Wochenende Christina Zuber den Kader über Phasen verstärken. Am Samstag werden in der Karl-Heinz-Freiberger-Sporthalle in Merane die Landesmeisterschaften Karate ausgetragen. Ausrichter ist der Shotokan-Karate-Dojo Grimmitschau-Werdau, der auch in Merane Trainingszeiten anbietet. Beginn des Kata ist um 9.15 Uhr, des Kumite um ca. 12.30 Uhr. Die Titel werden in den Altersklassen Jugend, Junioren, U21 sowie Kinder und Schüler vergeben. Vom Shotokan-Karate-Dojo gehen 7 Athleten an den Start, die sich mit Siegen und Podestplätzen in vorangegangenen Wettbewerben berechtigte Chancen auf den Titel und Medaillen machen können. In der mitteldeutschen Handball-Oberliga muss der Tabellenzweite Blau-Nobeloser bei den heimstarken Alligators in Aschersleben antreten. Gelingt den Harzelschützlingen der 3. Sieg im Kalenderjahr 2019, können sie Anschluss an den Spitzenreiter und den Abstand nach hinten halten. Denn von der Papierform her gesehen wird Tabellendritter Burgenland beim ZHC Grubenlampe punkten. Der HC Einheit muss versuchen, zu Hause gegen Pirna mit einem Sieg zumindest den Zwickauern punktemäßig aufzuschließen. Werbung.
Das Hotelpension Flex sich in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter präsentiert Ihnen Ihre Goldbrötchenbäckerei Jansburger aus dem idyllischen Vogtland. Bei jedem Wetter die richtige Wahl. Am Freitag erwartet uns ein trüber und regnerischer Tag. Im Tagesverlauf erreicht das Thermometer 5 Grad, dazu wird es windig. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Am Wochenende wird es ungemütlich. Bei Werten um den Gefrierpunkt kann es am Samstag zu gefrierendem Regen kommen. Am Sonntag soll es dann wieder schneien. Die neue Woche beginnt trocken und wechselnd bewölkt. Ja, die Woche neigt sich so langsam dem Ende. Einmal morgen sehen wir uns noch, und zwar um 19 Uhr wie gewohnt bei Tag aktuell. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen Abend und bis morgen.